Ja, genau. Personen geht denn das? Wahrscheinlich 6 oder so. 2 bis 6, ja. YouTube weiß noch nicht, dass wir live sind. Ah, jetzt. Ich habe auf der falschen Seite geguckt. Chonk. So. Link gepostet. Gut. Hallo Klickenabendler. Wir versuchen mal abends wieder Brettspiele zu spielen mit der Berner, solange uns unsere Kinder hoffentlich lassen. Das ist jetzt immer so ein Joker-Spiel mit, wenn man Kinder hat. Wir haben hier das neueste Spiel vom 2F Verlag. Der bringt dieses Jahr 2 Spiele raus, beziehungsweise, naja, inoffiziell 3. Einmal gibt es es frisiert als Familien-, Renn- und Jux- und Gaudi-Spiel. Dann gibt es ein größeres Kennerspiel mit Zügen. Und es gibt natürlich auch für Funkenschlag wieder Erweiterungen. Diesmal eine Erweiterung, die damals in der Deluxe-Version von Funkenschlag drin war. Oh, und der Thies Hagedorn, der hier gerade drin ist, sagt, er hat es gerade bestellt. Okay, dann kannst du abschalten. Du hast es ja selbst demnächst. Wir spielen es jetzt hier zum ersten Mal. Das Spiel kam einen Ticken später, weil tatsächlich wohl in der ersten Produktion gab es ein kleines Problem mit den Aufklebern. Die haben nicht gepasst von der Größe oder so. Und deswegen wurde das Spiel jetzt nochmal zurückgehalten und es kam jetzt aber an. Das heißt, wir können es jetzt spielen. Es ist für 2 bis 6 Personen und es ist ein Wett- und Rennspiel. Und zwar mit Mofas oder Mopeds. Ich weiß gar nicht, ob das Mofas Mopeds. sind Mopeds. Ich persönlich habe gar keine Moped-Vergangenheit. Ich glaube, die Berner auch nicht. Wir kommen nicht vom Dorf. Ich glaube, im Dorf war das normal, dass man Mopeds und Mofas frisiert. Wir kennen nur Motorräder und Werner Beinhardt, aber ich bin auch selbst nie eins gefahren. Einmal hat mir ein Bekannter eins in die Hand gegeben und meinte, das kannst du ganz einfach auf dem Dorf. Das war ein Fehler, weil das Moped ist mir sofort hingefallen, weil ich es nicht gewohnt war, wie man das fährt. Aber okay. Wir fahren hier auf jeden Fall Wetten, ein Rennen über 3 Runden. Und wir wissen nicht, wer gewinnt, und das sind auch nicht unsere Spieler. Das heißt, wir wetten während der Partie auf die Spieler. Zu zweit sind von jedem Motorrad ist eine Dreierkarte draußen. Jedes Motorrad hat nämlich normalerweise 5 Einser, 5 Zweier und 4 Dreierkarten. Und zu zweit sind also nur noch 3 Dreier im Spiel. Und wenn wir wetten, kommt auch immer die Karte raus, auf die wir wetten. Das heißt, die kommt nicht wieder in den Stapel rein, was grundsätzlich ja wieder heißt, das Motorrad wird langsamer, weil die Karten sonst immer unten drunter dann kommen, die wir nicht zum Wetten verwenden. Und zu zweit gibt es eine Regel: Eine Karte kommt immer raus und nur ein Spieler von uns weiß, welches es ist. Und erst nach dem 6. Mal, wenn wir das tun, sehen wir die so langsam. Wir imitieren also damit einen dritten Spieler, der noch eine Karte rausnimmt. Genau, und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Das Rennen ist relativ simpel. Wir müssen nichts weiter vorbereiten als das, was wir getan haben. Zu zweit, die Regel ist auch relativ einfach geschrieben. Und sehr übersichtlich. Da übrigens nochmal einen großen Lob an den 2F-Verlag, der es jetzt durchzieht und immer den virtuellen Ronald einführt, der zwischendurch immer saublöde Fragen stellt, die dann aber nochmal erklären, wie die Regel gemeint ist. Was ziemlich cool ist. Und da hat ja der Friedemann gesagt, den werden wir in Zukunft immer wieder sehen, und das hat er durchgezogen. Finde ich eine coole Idee. Habe ich so beim Verlag auch noch nicht gesehen. Immer so zwischendurch Sprechblasen mit dummen Fragen oder halt mit Fragen, die aufkommen könnten. Und diesen werden dann auch gleich beantwortet. Ne? Ja. Das Moped fährt zum Beispiel nie seitwärts. Nein, Ronald, das Moped fährt nie seitwärts. Okay, wir spielen zu zweit. Es werden also 6 Karten aufgedeckt. Einzeln, meine ich. Genau, einzeln. Ja. Und jedes Moped ist ja drin. Das heißt, da sehen wir jetzt zum Beispiel das Moped. Das ist das Schwarze. Ne? Würde ich jetzt mal hier an den Dings. Und das hier steht jetzt eine 1. Das kann allerdings gerade die 1 nicht fahren, weil die Felder belegt sind. Es könnte zwar dran vorbeifahren mit einer 2, 3, 4, also mit einer 2 oder 3, aber wenn die Felder belegt sind, kann das nicht fahren. Also macht es auch nicht. Das Rote, das fährt 3, 1. Ah ne, halt, warte mal ganz kurz. Siehst du, jetzt muss ich den Roland hier machen. Da war was. Ich glaube aber, das Feld zählt mit. Das Moped fährt entsprechend der Geschwindigkeit, genau. Wenn möglich, fährt das. Genau. Wenn das Moped. Ja, wenn es auf einer Blockade endet, geht es nicht. Genau. Ist die Strecke durch einen blockiert?
Ja, man darf dran vorbeifahren, aber man muss es mitzählen. Okay, das fährt 3. 1, 2 und es fährt immer auf der Innenseite. Bleibt also immer innen. Okay, haben wir gemacht. Uiuiuiuiui. 1, 2, 3. Hast du gemischt? Ich habe gemischt eigentlich. Ich 1, mische jetzt 2. nochmal gerade. Wenn die Fahrt auf ein Feld endet, wo eine plus 2 steht, fährt es nochmal 2. Ich mische gerade. Rot tun wir übrigens, alle starten hier auf 0. Rot ist sozusagen in der ersten Runde, der ist fast schon in der zweiten. Das Ich ist habe ja aber eigentlich Wahnsinn. gemischt Ich glaube gehabt. dir, alles gut. Ich habe es ja auch ganz kurz gemischt gehabt, aber das ist natürlich hier. Rot hat hier einen Durchstarter. Das ist Orange mit einer 1, der fährt Kann ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5? Und das ist die letzte. Grün. Grün. Der kann auch nicht fahren mit der 1. Das waren jetzt die 6 Karten. Kannst den Kartenstapel ruhig da hinlegen. Jetzt müssen wir von diesen 6 Karten, es gibt ja einen Startspieler, Mach du mal. mache ich jetzt halt mal, der muss jetzt eine Karte davon auswählen, auf die er wettet. Das heißt, ich könnte jetzt hier die 3 nehmen und auf Rot wetten, weil der hat ja die besten Chancen, so wie es aussieht. Dann nehme ich aber die Dreierkarte raus. Ist also vielleicht nicht das, was ich will. Und mit der 2 auch nicht unbedingt. Vielleicht will man eher die Einsamer rausnehmen. Ich wette jetzt einfach mal auf den Schwarzen. Die Zahl, welches es ist nachher für die Wette, ist irrelevant. Also wenn Schwarz gewinnt, kriege ich dann so oder so meine gleichen Siegpunkte, nämlich 4 Stück. Wenn der Zweite wird 3, wenn der Dritte wird 2, egal was für eine Zahl da drauf steht. Ich nehme mal Schwarz. Achso, Quatsch, ich muss es eigentlich gar nicht so zeigen. Normalerweise nimmt man die alle auf die Hand. Bei zwei Personen macht es jetzt keinen Sinn, weil die Berner es eh weiß. Aber ich würde die auf die Hand nehmen, würde mir eine aussuchen und würde sie rausnehmen. Was ja dann nicht heißt, wenn man mit mehr Personen spielt, dass die wissen, was man rausgenommen hat, weil wir legen sie verdeckt. Aber jetzt trotzdem für die Kamera, ich habe da gerade schwarz rausgenommen. Das heißt aber, bei Berna weiß ich tatsächlich nicht, auf was sie wettet, weil sie ja die zweite Spielerin ist. Und sie nimmt dann noch eine raus. Das macht man im Spiel mit zwei Personen und legt die hier hin. Das ist die Karte, die draußen ist, die ich jetzt nicht kenne. Und diese Karten kann sie jetzt in der beliebigen Reihenfolge, auch wichtig, einfach unter den Kartenstapel tun. Und dann wandert die Zündkerze. Und jetzt machen wir das Ganze von neuem. Das heißt, Sechs Karten. 6 Karten. Ja. 3, 1, 2, 3. Sie bleiben immer auf der Innenspur, wenn es geht. Und sie können sich nicht schräg bewegen. Der Bett geht dann außen hin, Der nehme ich geht dann an. außen hin. Uiuiui. Der bleibt außen. 1, 2. Was machst du denn da? Dauernd fällt dir was Die, hin? ja, die sind fuddelig. Nicht wirklich. 1. Das waren die. Nein, Nee. eins sind fünf. Okay, du hast diesmal irgendwie die Karten anders gelegt, weil jetzt war was genau. Eine Karte über dem Brett. Okay. Das ist schwarz. 1, 2. So, dann nimmt die Berner die ganzen Karten in die Hand und nimmt eine raus. Das wäre jetzt, wie gesagt, müsst ihr euch jetzt mal ein Vier-Personen-Spiel vorstellen. Da weiß dann keiner mehr, wer auf was wettet. Und es ist halt riskant, wenn man gewisse Karten rausnimmt. Und wir wissen ja jetzt, Rot kommt erst wieder, wenn der Kartenstapel durch ist, weil alle fahren ihre Felder. Ne? Das steht ja fest. Und je mehr Karten man auf die gleiche Farbe setzt, umso blöder ist es ja auch, weil dann sind ja noch mehr draußen. Ich Ne? muss noch eine rausnehmen. Ich muss noch eine rausnehmen. Darf ich in der beliebigen Reihenfolge? Okay. Dann wechselt die Zündkerze. Das Brett hat auch noch eine zweite Seite. Da war die Kurve, glaube ich, doppelläufig. Und Orange 1. Ich darf aber selbst gucken, was ich gewettet Ja, das darfst du habe. jederzeit. Rot Ach, ich brauche 2. den nicht. Mach das mal einfacher, dann kann man 6 Karten auch leichter zählen. Einfach 3 übereinander. Orange 1. Rot 2. Rot hat überquert. Ah, wir haben auch für die anderen nicht erste Runde, erste Runde, erste Runde. Genau, und die sind noch auf 0. Nein, Rot ist auch in Ah, der ersten richtig, Runde. der Gelbe ist noch auf 0. Und Orange kann er nicht gehen, weil er müsste auf dem Feld stehen bleiben und das ist der einzigste Fall, wo es nicht erlaubt ist. So, das heißt, ich kriege jetzt den ganzen Schlunz und darf wieder eine Wette abschließen. Ich habe auch gerade einen Fehler gemacht, weil ich vergessen hatte, was ich in der ersten Runde genommen habe. Das ist vielleicht nicht so clever, ja. Doof. Nein, kann man nicht ändern, nichts mehr.
Du darfst wieder eine rausnehmen dann, ne? Ja. Also zweites ist relativ taktisch, merke ich gerade, weil man ja immer als der, der man es bekommt, weiß, was der andere rausgenommen hat. Und das Ding wandert. Du darfst die Reihenfolge bestimmen. Aktuell ist es, glaube ich, noch nicht so relevant, aber später ja vielleicht. Was habe ich Eins. denn hier gewettet? Es gibt übrigens gar nicht so viele Rennspiele auf dem Markt, wo man das Rennauto nicht Ach, das kann fährt. er nicht fahren. Richtig, der fährt dann aber das eine Feld. Ach Das so, Rest verfällt okay. dann natürlich. Genau, und der fährt auch ein Feld. Er hat es in die erste Runde geschafft. Jetzt lass mich kurz gucken. Du nimmst sie gleich in die Hand, ne? 3, 1, 1, 2. Mir fällt da spontan Top Race von Wolfgang Kramer ein, was ja dann neu rauskam, als, weiß gar nicht, hoch hat es in Deutschland rausgebracht. Das ist eines der wenigen Spiele, wo man keine Spielerfarbe hat. Ja, es gibt aber noch ein, zwei andere. Ich erinnere mich daran, dass wir schon ein, zwei gespielt haben. Ich tue noch eine raus. Ich wette noch auf jemanden. Also es gibt schon welche, aber es ist schon selten. Also die meisten sind natürlich so, Ja, dass dass du man deine eigene Farbe hast, ist schon klar. eine eigene Farbe hat. Noch zwei Runden. Rot 1 Achso, fährt nee, nicht. noch zwei Karten damit aufgedeckt. Genau, das müssen wir dann gleich nochmal nachlesen. Blau 2, weil das ist rein nur für zwei Personen, was wir hier nebendran ja machen, was dann nebenbei passiert. 1 und der landet auf dem Bonusfeld, auf die Außenspur. Uiuiui, jetzt startet Blau aber durch. Ist nicht Rot schon in der zweiten? Ah Ja, ja, ist es doch richtig, Rot auch. ist alleiniger in der zweiten. Grün. Und Rot. Jetzt darf ich das Ganze in die Hand nehmen, nicht wahr? Ja, du hast doch da die zwei F-Kerze, waren die Ich zwei. habe die Zündkerze, ist das, was ich Nee, weil hier das habe. steht drauf, was steht da drauf? Zwei Funken. To Funk. Ja. Aber Zwei. das ist trotzdem eine Zündkerze. Ja, aber auf der anderen Seite steht zwei Funken. Ich weiß das noch, ich war ganz am Anfang bei irgendeinem Auto-Dings. Du nimmst wieder eine raus. Du nimmst doch zuerst raus. Ach so, Nee, hier raus, nee. ja. Ja, wenn man das wüsste, welche. Ich hatte mich ursprünglich mal beworben bei einem Autohersteller in der IT, allerdings, und ich habe Autos wirklich überhaupt kein Interesse oder Motoren. Ich kenne mich damit wirklich gar nicht aus. Ist nicht mein Steckenpferd. Und da musste man tatsächlich eine Präsentation halten, wie denn ein Motor funktioniert in dem Bewerbungsgespräch. Konnte ich nicht. Ich konnte es nicht erklären. Also ich konnte es ein bisschen. Du bist. Und hab, dann hieß es, man sollte halt ein Grundkenntnis in dem Bereich haben, obwohl man in der IT arbeitet. Da habe ich gemeint, jo, ist aber nicht so schlimm. Ich habe auch noch ein paar andere Bewerbungen. Aber das werde ich nicht vergessen. Da waren mehrere im Raum, die konnten nicht beschreiben, wie ein Motor funktioniert. Ich habe dazugehört. Auch nicht. Dass das natürlich so eine kleine Flamme in der Zündkerze ist, die Zündkerze nach oben schießt. Weil das hat er dann übernommen. Also der die Bewerbung gehalten hat, hat das übernommen. Und durch das nach oben Schießen bewegt sich dann der Motor. Da habe ich gemeint, ja, macht Sinn. Noch zwei Felder. Aber hätte ich nicht gewusst. So, wir decken dann die erste auf, nur wenn ich Das gelegt gucke habe. ich jetzt. Ich glaube, ich die sechste gelegt habe, hast du gesagt. Sobald in der Reihe sechs Karten liegen, deckt ihr am Ende des Schritts die am weitesten links liegende auf. Genau. Das heißt, jetzt erfahren wir, dass eine orangene 1 draußen ist. Beliebig drunter legen. Gilt weiterhin. Warte, du musst doch aber noch eine rausnehmen. Ja, dann darf ich sie rausnehmen und nicht du, Schmucki. Dann nehme ich auch gleich was anderes, dann muss ich mal kurz überlegen. Eigentlich ist das jetzt unfair, weil du möchtest orange streichen, aber ja, ist okay. Das hätte ich trotzdem gegönnt. Ist die gleiche Karte trotzdem geblieben. Okay. Boah, muss man eigentlich immer eine Wette machen? Lass mal kurz gucken. Ja, du musst eine Wette machen. Ja.
Ist so, okay. Weil das wird ja jetzt immer kritischer, je mehr Karten wir da rausnehmen. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier so langsam tue. Es macht mir langsam Angst, ob sich mein Moped überhaupt noch bewegt. Okay, dann Moped schwarz. Moped gelb. Schwarz. Rot ist noch im Rennen. Und sogar ziemlich gut im Rennen. Gelb. Und grün. Du hast die Zündkerze. Nee, ich habe es jetzt gleich wieder, ne? Ja, ich hatte es Ich habe eine schon. gerade Ja. rausgenommen, genau. Das heißt, ich nehme zuerst. Gottchen, was weiß ich denn? Auf was habe ich denn bisher gewettet? Ja, das ist nämlich. Oh. Ist nicht so einfach, sich das alles zu merken. Das sind alles Wettscheine hier. Dann nimm halt mal einen raus. Ich habe echt Angst, dass die sich gleich gar nicht mehr bewegen. Wobei so ein Moped habe ich vorher recherchiert, fährt ja auch gar nicht so schnell. Bei Macht er Wikipedia nicht. stand ein Mofa 25 km/h und ein Moped 45. Ich weiß nicht, wenn man es frisiert, wie der Titel des Spiels ist, wie viel es dann auf die Kilometeranzeige bringt. Ich bin schon gewitzelt, man müsste eigentlich, beim Motorrad habe ich immer die Melodie aus Beinhart im Kopf, Eins, zwei, drei. die, als er den Kaffee dann kriegt. Wie geht's so? Das fällt sie mir gerade nicht ein. Eben gerade ist sie mir die ganze Zeit eingefallen. Ui, jetzt legt aber blau los. Dü-dü-dü. Und schwarz. Hast du die da immer weitergemacht in einer? Ja. Okay. Du hast die Zündkerze. Hey, Das kenne baby, ich don't you? schon. Tobi, hast du es gespielt oder was? Hey, Oder baby, hast du don't you take any chance? Chance? Nee, 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 Dann nee, heißt Hands. es. Und dann geht der schöne Kaffee durch die ganze Maschine durch bei Ach, ich Beinhard. nehme ja nicht raus. Zumindest habt ihr das schon gestreamt, oder? Nein, Tobi, haben wir nicht. Setzen 6. Wir haben Vielleicht jemand anderes. gestreamt Formula. Wie hieß es denn? Formula Fun von Franjos. Das sind aber keine Mofas gewesen. Das waren Rennautos und eine Neuauflage von 1900 Eppes. Das hier ist ein nagelneues Spiel und heißt Ach, das ist Frisiert. Somit kennst du das uncool. nicht. Aber ja, auch erstmal Gude. Das kannst du somit nicht kennen. Das Formula Fun ist ja auch wiederum eins, da haben einem ja definitiv auch die Farben gehört. Und das Formula Fun war eher wie heißt das? Ein Spotcar-Rennen oder wie das da heißt? Stockcar. Stockcar-Rennen, genau. Stockcar-Rennen. Merkt mal wieder, Daniel hat keine Ich Ahnung habe von keine Autos. Ahnung von Autos. Nee, wirklich nicht. Das interessiert mich auch null. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, wird wieder eine aufgedeckt. Ui! Grün ist auch von dir rausgenommen worden, nicht nur von mir. Okay, verstehe. Wer hat die Zündkerze? Ich. Ach, das sieht alles gleich aus. Aha, ja, ist klar. Sieht aus wie Carcassonne, Tobi, ne? Ist doch alles Risiko. Gloomhaven, Tobi, Gloomhaven. Gelb, eins. Sieht alles gleich aus. Das ist ein Rennspiel, Mensch. Das ist eine Rennstrecke, da ist erwarte ich beim Rennspiel. Wobei Restoration Games macht jetzt ein Mad Max-Rennspiel. Wo ich mich schon sehr drauf freue. Nochmal drei. Außenspur. Grün. Auch wenn er nicht so viele Karten hat, er zieht langsam an. Und schwarz. Eins, zwei. Und kriegt jetzt hier auch wieder den Bonus. Kriegt er nicht? Kann ihn aber nicht ausführen und bleibt damit dastehen. Du darfst Ich zuerst. darf eine Wette abschließen. Ich will nicht mehr wetten. Warum werde ich denn hier zum Wetten gezwungen? Was ist denn das für ein Spiel? Ein Nein, nein.
Ein Ich Wettspiel. will nicht wetten. Wenn ich jetzt hier falsch wette, verliere ich doch alles. Was, wenn du eine falsch hast, verlierst du alles? Nein, aber man will ja logischerweise die Farben wetten, die erster, zweiter oder Ja, dritter schon werden, nicht klar. wahr? Und wenn ich die dauernd rausnehme. Ich habe mindestens schon eine Farbe, die nicht dabei sein wird. Nee, zwei. Nehme die. Ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Das ist schon ein anderes Wetten hier, weil mit jeder Wette, die ich rausziehe, schade ich meiner Wette. Das ist schon. Da hat sich der Friedemann schon was bei gedacht, anscheinend, ja. Ja. Tobi, bist du denn Moped gefahren? Bist du so ein Mopedfahrer oder Mofa-Fahrer? Das bringt ihm gar nichts. Blau ist in der letzten Runde. Warum lässt du mich das denn nicht machen? Ich bin doch da für dich. Ich brauche dich. Du kriegst die Karten. Hier oben die Info haben wir schon. Ne? Ich habe ein bisschen rangezoomt, da sieht man das nicht so gut. Ich gucke gerade mal, ich kann auch ein bisschen rauszoomen. Seht ihr da die Karten, die wir beiseite gelegt haben? Stück für Stück. Ich muss schon wieder wetten. Rutscht die mal ein Stück da hoch, damit hier unten noch was dran geht. Warte mal, blau ist in der dritten Runde, oder was? Ja, dann ist doch. Also jetzt spielen wir noch Die Runde ist doch, muss doch fertig gespielt werden, oder nicht? Ja, Deswegen ist doch hier ja. dann das Zielfeld. Ja, richtig. Dritte Runde und dann Ziel. Ja, genau. Dann meine ich zumindest. Gucke ich gleich noch. Gucke ich gleich. Aber müsste eigentlich so sein, sonst wäre das Zielfeld ja nicht separat, ne? Ja, das hätte ich jetzt so gesagt. Drei Runden überquert es seine dritte Runde, die nach seiner dritten Runde. Genau, und dann wird er nämlich nach da unten gelegt. Okay, gut. Oh, sieht ja eigentlich gerade ganz gut aus für Blau, ne? Sind deutlich weiter vorne als die anderen. Tja, wenn du aber alle blauen rausnimmst, bewegt er sich nicht mehr. Das ist wohl wahr. Ja, raus mit der. Leg einen auf. Richtig auf. Grün. Grün haben wir uns ziemlich drauf. Der Friedemann weint jetzt, dass Grün dauernd rausgelegt Ja, wird. allerdings. Wenn man das mit Friedemann spielt, lässt er dann Grün eigentlich aus Prinzip immer drin. Das wäre sich mal spannend zu sehen. Zwei Schwarz, eins Blau, eins Gelb, zwei Gelb, zwei Grün, eins Orange. Steht nicht. Und du hast, glaube ich, gerade eben die Zündkerze gehabt, meine ich. Wir vergessen die da unten und geschrieben. Habt ihr das eigentlich auch, was mir gerade beim Auspacken aufgefallen ist? Ich suche mir gerade noch eine Karte aus, dann sage ich das gerade nochmal. Würde mich mal interessieren, ob euch das auch aufgefallen ist, weil ich habe das jetzt schon bei mehreren Verlagen. Jetzt ist es aber okay. Jetzt sind es okay. Sobald man ein bisschen spielt, geht das auch. Habe ich eine Ohrwurm von dem blöden Ich hatte es Lied. jetzt schon bei Amigo neulich und auch bei irgendeinem anderen Verlag und jetzt hier auch, dass die Karten sich irgendwie sandig anfühlen. Sobald man aber eine Runde spielt oder sie gemischt hat, sind sie okay. Das würde mich jetzt mal interessieren, das hatten wir aber vorher nie. Ob das dieses Jahr an der Produktionscharge bei den ganzen Produzenten liegt, das wäre Achso, übrigens ganz gut, wenn du es nicht so ja, neben das Mikro Entschuldigung. klatschst. Ich hab's jetzt. Nee, Muss ich hier ich rübergehen. hab's. Ob das am Produzenten liegt, dass die von der Geschwindigkeit normal die Karten irgendwie anders produzieren. Ich meine, ist ja nicht schlimm, aber die Karten fühlen sich beim ersten Auspacken bei uns aktuell alle leicht sandig an. Danach nicht mehr. Das hört sofort auf, sobald man mit den Karten zockt. Aber das ist anscheinend so ein leichter, weiß nicht, so Reste vom Papierschnitt oder so sind da anscheinend noch drüber. Aber über alle Karten tatsächlich. Aber wir haben nicht extra gepustet oder gepinselt. Ist einfach, ist so komisch. Ich darf.
Nee, Nein, ich du darf hast ja die zuerst. Zins. Och Gottchen. Was wettest du? Ist die große Frage. Gelb. Zwei Orange. Drei Orange. Jetzt holt er langsam auf. Nachdem er fast eine Runde Zwei hinterherhinkt. Rot hat damit auch die letzte Zielrunde erreicht. Rot wurde gefühlt ein bisschen abgebremst. Orange, ei, 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 ei. Jetzt kommen natürlich auch die ganzen Karten, auf die wir nicht wetten, vielleicht auch relativ oft da, was ja auch irgendwie logisch ist. Und das sieht aus, als hätten Werner und ich Orange ein bisschen ignoriert, laut dieser Runde. Na gut, das schränkt mich jetzt auch sehr ein, auf was ich wette, mit fünf orangenen Karten und einer Kannst ja noch roten. auf Rot wetten. Ja, er hat gerade eine gute Chance, Es kommen mindestens mal noch die ganzen. ne? So. Ah. Und der Tobi hat gar nicht auf die Mofa-Frage reagiert, ob er schon mal Mofa gefahren ist. Eine raus. Und schwarz ist nicht mehr drin. Wir können auch hier der Übersichtlichkeit halber es einfach so machen, dass wir hier sagen, das sind die Grünen. Einfach pro Farbe sortieren. Dann sieht man, dass von Grün schon verdammt viele draußen sind. Ich habe zuerst, das heißt du, ja. Und ich bewege. Rot. Jung, jung, jung. Der bleibt da stehen, aber auch wenn er stehen bleiben muss, gilt der Bonus tatsächlich. Steht sogar extra in der Regel als Ronald-Frage drin. Ich höre da von dieser Farbenauswahl gleich wieder eine entfernen. Ich freue mich. Der Kartenstapel hat sich jetzt übrigens halbiert. Wieso? Das ist doch jetzt einfach, welche du davon entfernt. Kommt davon auf, was du wettest. Nachdem da schon so viel Grüne liegen, wohl nicht auf Grün. Naja, du kannst natürlich auch auf Grün wetten, um deine anderen Wetten nicht zu beeinflussen von der Kartenanzahl. Das habe ich zwischendurch mal gemacht. Das ist ja schön für dich. War schon eine umgedreht? Nein, kommt jetzt. Noch eine grüne. Läuft beim Friedemann. Das Grün hier wirklich noch. Ich glaube ja, dass der grüne Fahrer, der Friedemann ist, der ist aus Versehen auf dem Fahrrad gestiegen, statt auf dem Moped. Rot 2. Orange 1. Orange 1. Der Kann's Orange nicht. kommt aber stetig tatsächlich. Rot 1. Geht nicht. Also Orange haben tatsächlich Berner und ich ignoriert es eindeutig. Blau 1 und Orange 2. Es bringt nur Orange gerade Nee. überhaupt nichts. Aber die haben wir anscheinend beide ein bisschen ignoriert, die Farbe. Du kriegst dann den Da deckt meine auf. Orange. Rot 1. Nein. Kann es nicht. Rot 1. Nein. Rot wird ausgebremst.
Blau gibt richtig Gas. Nein. Und das ist fast der Endspurt. Aha. Und du darfst zuerst auswählen. Ich habe gerade überlegt, ob es rein theoretisch passieren kann, dass ein Ding in so einer Blockade stehen bleibt, weil keine Karten mehr drin sind. Ja, deswegen hat der Friedemann ja die Regel, dass wenn nicht alle reinkommen, dann muss man halt die Bahn entlang gehen, wer reinkommt. Also ja, kann wahrscheinlich mathematisch passieren. Je nach Bahn auch. Also wir zeigen gleich mal die andere Bahn. Da sind ja hier tatsächlich zwei aufgeteilte Strecken. Da kann es vielleicht sogar noch eher passieren, weil da hast du ja dauernd hinter einem eventuell das Problem. Ach, das ist Ich darf eine rausnehmen jetzt. Leg das mal auf den Stapel, dann wissen wir das. Also ich muss eine Wette abschließen. Hilft ja nichts. Das sah mal zwischendurch für die anderen Farben viel besser aus. Und nun? Eine raus. Welche will ich denn rausnehmen? Ah, okay. Eindeutig. Da. Dann bin ich die Zündkerze. Und es könnte sogar jetzt schon das Rundenende eingeleitet werden. Dann Rot 3. Grün 3. Gelb 3. Also jetzt bin ich wieder 1, da stand gelb, 1, 2, 3, da. Schwarz 3. Schwarz 1. Und Blau kommt noch mit einer 3. So, das ist dann deine Zinskerze gleich, aber noch nicht. Uiuiuiui, Ich das habe. ist jetzt aber ein knappes Das ist jetzt Rennen. eine knappe Geschichte. Und je mehr man rausnimmt, umso knapper wird es gefühlt. Es kann ja auch theoretischweise noch jede andere Farbe werden, die die einfach überholt. Grün schon wieder draußen. Aber das hätte man sich denken können. Grün 2 und nochmal 2. 2 und nochmal 2. Ah, ja, geht nicht. Das geht. Oh. Ist Orange wirklich noch in der zweiten Ja. Runde? Wow. Haben wir Orange so blockiert dann? Das wird jetzt gelb. Oh. Ja, das war's. Na, na, Also, na. ja, richtig. Zündkerze drauf. Und du darfst wählen. Ah, ist die Auswahl ja sehr gering hier. Jetzt stapelt sich alles vor der Ziellinie. Oh, gelb hat gewonnen. Gelb ist erster. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, der bleibt da, aber der rutscht dann dahin. Also. Orange 1. Gelb 1 ist ja dann irrelevant. Grün 2. Rot 2. Und Gelb 1. Und jetzt meine ich, dürfen wir keine Wetten mehr abschließen, weil einer die Ziellinie überquert hat, aber wir ziehen noch so lange Karten, bis. Bis der Dritte ausgelost wird. Warte. Bis zwei weitere Mopeds, genau. Gehen euch die Rennkarten aus, füllt ihr das Podium. Ja, okay. Gut, also einfach nur Karten aufdecken ist jetzt. Dann gucken wir Ja gut, mal. das wird jetzt nicht mehr so Aber es lange wird dauern. wahrscheinlich schwarz. Ist es nicht? Orange 3. Oh.
Nein, Orange ist eine ganze Runde hinten dran. Also, Orange 2, Orange holt aber jetzt die Runde auf. Das könnte passieren. Rot 3, irrelevant. 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 Schwarz 3. Okay, und damit haben wir unsere Zieleinrichtung. Und jetzt wissen wir halt auch, welcher Fahrer welche Siegpunkte bringt. Nämlich Gelb bringt 4, Der bringt gar Rot nichts. bringt 3 und Schwarz bringt 2. Und zwar jede Karte, die wir davon haben. Es ist irrelevant, was für eine Zahl draufsteht. Und das addieren wir jetzt zusammen. Also im Prinzip können wir alle Karten weglegen, die nicht diese zwei Farben haben. Drei Farben. Das sind leider bei mir auch ein paar. Ja, bei mir auch. Ich hab noch ein paar bei Blau. Das ist ärgerlich. Ah, Gelb bin ich zu spät eingestiegen. Okay. Ich meine, wir kriegen das pro Karte. Ich gucke aber nochmal nach. Ja, steht. Ja, gehe davon aus. 3 mal 4 Siege. Ja, genau. Also pro Karte.27. 33. Eieieiei, hast du gewonnen in dem Rennspiel. Genau, das sind die Regeln. Wir haben jetzt, wie gesagt, mit der Aber ich bin Zwei-Personen-Variante bei Gelb auch zu spät gespielt. gestiegen. Und da imitieren wir ja einen dritten Spieler. Das hier wäre die zweite Rennstrecke. Und da seht ihr, gibt es eine Innenbahn, die man nehmen muss, wenn man es denn schafft. Nee, die man nicht nehmen muss. Aber präferiert ist die Innenbahn immer. Wie war da der Wortlaut aus der Anleitung? Wenn das Moped in die Kurven fährt und weder ein freies Feld auf der Innenbahn erreicht, noch komplett hindurchfahren kann, muss es auf der Außenbahn fahren. Also, wenn es sich nicht absetzen kann oder komplett durch kann, dann muss es außen entlang. Aber das sollte eigentlich fast nie vorkommen. Das sind die zwei Rennstrecken, die wir haben. Welche Karten haben wir denn üblicherweise ausgelegt? Orange, war das alles jetzt orange? Grün, orange, aber viel orange. Da habe ich mal eine gelbe rausgenommen, weil mir gelb zu schnell geworden ist. Und nochmal eine gelbe. Aber du hast kein Gelb rausgeschmissen. Doch, einmal glaube ich. Da die aber. Die waren beide von dir, dann habe ich den grünen Naja, rausgeschmissen. jetzt mal auch eine. Also, vielleicht hast du hier. Ja, die hast du rausgeschmissen. Ich Ja. dachte, ich habe einmal gelb rausgenommen. Genau, das ist das Spiel frisiert. Mir ist bewusst, dass das eher ein Party-Jux- und Gaudi-Spiel ist, wo natürlich Emotionen an den Tisch kommen, wenn man diese Karten aufdeckt. Wenn man mit mehr Personen spielt, werden mehr Karten aufgedeckt. Und zwar 7 zu 5, 8 zu 6, 9 Karten. Das heißt, das gehört schon in die Kategorie, wo man das Rennfeeling am Tisch spüren sollte, was wir jetzt natürlich im Zwei-Personen-Spiel so nicht imitieren können. Das ist uns bewusst. Nichtsdestotrotz haben wir ja versprochen, wir Das versuchen jetzt Wettfeeling, nicht das das Rennfeeling. Wettfeeling und doch auch das Rennfeeling. Ja, auch. Wir wollen ja möglichst viele Spiele noch vor Weihnachten vorstellen und viele, dann spielen wir ja dann hier halt auch zum ersten Mal. Und wir haben halt jetzt, wir hatten ja die 7 Tage Essen, wo wir dauernd Leute da hatten. Wir kriegen im Moment gerade nicht so viele Mitspieler untertags hierher. Und wir haben nur noch diese Woche Urlaub, aber sonst keiner. Jetzt den Gefallen. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Tatsächlich finde ich das mit den Karten echt knifflig. Welche nehme ich raus, welche lasse ich drin, weil man will natürlich die hohen möglichst drin lassen, damit seine Farbe nicht irgendwie auf die letzten Meter dann ja, abstirbt. Das fand ich echt ziemlich tricky, je nachdem auch, was für eine Auslage man hat. Manchmal ist es ziemlich einfach, so wie jetzt vorhin, wo eigentlich im Prinzip außer Gelb nichts in der Auslage war. Das stimmt. Ja, gut, da bleibt sich dann relativ gleich. Aber ansonsten habe ich öfter mal echt überlegt, oh, was nehme ich jetzt raus, was nehme ich nicht raus. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, was hast du rausgenommen, obwohl ich das gekonnt hätte. Ich habe ein bisschen versucht, Ein darauf zu bisschen achten. habe ich Weil wenn geguckt, man vorher sich aber die Karten merkt, dann kann man das ja, natürlich. ich habe jetzt auch ein bisschen geguckt, aber jetzt nicht so supermäßig. Nee, ich finde es eigentlich schon spaßig. Und ich kann mir vorstellen, dass das zu mehreren auch echt dann schon so auch Emotionen am Tisch hervorruft, definitiv. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe nicht desinteressiert in die Karte geguckt, sondern ich wollte mal wissen, wie die Kartenunterschiede sind. Also die Grafiken sind unterschiedlich bei 1, 2 und 3 bei allen Farben. Und einige, also die sind natürlich deutlich bei 1 und 2 relaxed und bei 3 sind sie alle so am Lenker. Bei den 45 km/h und die
mehrere der Farben essen was, essen Eis und so, beim Mofa-Fahren oder trinken einen Der ist am Kaffee. Handy. Der ist am Handy, nicht nachmachen. Es sind auch, glaube ich, Aufkleber dabei, die hat der Maurer gemalt. Das ist ja so der Hausgrafiker von 2F. Und da sieht man den Friedemann natürlich mit Grün. Ich weiß gar nicht, ob ich die anderen hier kenne. Garantiert hat er da Leute karikatiert, aber ich erkenne da jetzt gerade keinen drunter. Aber der Grüne ist auf jeden Fall der Friedemann. Der Gelbe könnte der Henning sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, also ich stimme Bernhard zu, das Rennfeeling jetzt so im Zwei-Personen-Spiel ist es eher ein Taktikspiel. Man kann sich, wie gesagt, die Karten merken. Ich habe es versucht, aber auch nicht komplett durchgehalten, weil ich ja ein bisschen was erzählt habe nebenbei. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es spannend ist, gerade weil man ja am Anfang denkt, man genau das, ja, ist doch einfach. Ich nehme einfach die Einsen raus und gut ist der Lack. Das geht nicht lang gut. Ja. Und man merkt das relativ schnell, so ab Runde 2, dass plötzlich die Farben, auf die man gewettet hat, nicht mehr vorne sind, weil ja gerade zu zweit die anderen Farben dann deutlich mehr Karten haben. Ich weiß natürlich nicht, wie das zu viert oder zu fünft ist, weil dann ist es die Frage, ob vielleicht die Mitspieler eher die anderen Karten rausgenommen haben. Wobei rein mechanisch die vorne sind, sind wahrscheinlich auch die, auf die man wettet, erstmal, weil es Sinn macht. Und zweitens, weil von denen die meisten Karten ja zum Wetten da liegen, die sich nicht bewegen, da sind die Karten noch im Stapel, die kann man gar nicht rausnehmen. Also ich meine, guck mal, wir hatten jetzt die erste Runde, hatten wir ja rot massiv, Ja, ich irgendwie dachte, drei rote Karten oder ich was habe auf auch. Rot und Schwarz relativ früh Habe ich auch, gesetzt. rot, schwarz und blau. Ja gut, wenn wir natürlich beide auf Rot und Schwarz setzen, dann bewegen die sich nicht, ist klar. Aber, naja, sie haben es ja immerhin dann noch geschafft. Ich hatte Ja, rot, aber schwarz und Schwarz nicht, blau. oder? Doch. Ach, Schwarz war Blau. zweiter, ja, Ich richtig. hatte noch relativ viele blaue raus, weil der auch mal Ja. ziemlich gut war. Der hat es nicht geschafft. Da kam der gelbe irgendwie um die Ecke, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ja, aber ich glaube schon, weil ich meine, wenn du so viele rote Karten hast, wie in der ersten Runde, waren es ja irgendwie drei oder vier rote Karten drin. Ja, was sollst du denn da großartig anderes nehmen? Der ist ja vorgeprescht. Erstens mal macht es Sinn, zweitens mal hast du keine großartigen anderen Karten zur Auswahl. Ja, also es ist ein locker, flockiges Spiel. Viele denken ja immer, dass der Friedemann Friese nur Expertenspiele macht, weil sie halt Funkenschlag kennen. Wo jeder ja weiß, Funkenschlag ist sein erfolgreichstes, aber nicht das typische Friedemann-Spiel. Wer einen Friedemann mal ein paar Tage erlebt hat, der ist ein Künstler durch und durch und möchte einfach extrem viel ausprobieren. Und das macht er immer relativ Ja, gut. aber ich finde, der hat ja auch, also mag schon sein, dass er für Funkenschlag bekannt ist, aber er hat ja auch viele Kartenspiele. Er hat viele Kartenspiele, hat viele Familienspiele. Eins unserer Lieblingsspiele ist Finstere Flure, was ich abgöttisch gut finde. Auch das passt gut in die Reihe, ist halt ein Jux- und Gaudi-Rennspiel. Wenn man das mag, ist man hier definitiv nicht verkehrt. Auch Flussfieber war damals ein Jux- und Gaudi-Rennspiel, ne, mit den Flossen, wo man da den Fluss runtergefahren ist. Ich finde es lustig. Ich glaube, man kann es am ehesten vielleicht mit dem schon genannten vom Wolfgang Kramer vergleichen, mit dem Top Race. Oder hier mit Formula Fun, was wir neulich gespielt haben von Franjos, wo es halt um Kartenmanagement ein bisschen geht, aber eigentlich ist es schon eine Glückssache, ein bisschen Wahrscheinlichkeitsbeeinflussung. Hier hat man ein bisschen mehr Wahrscheinlichkeitsbeeinflussung, weil einfach viel mehr Karten rauswandern. Aber es ist ein Jux- und Gaudi-Rennspiel. Ich denke, das werden wir sicherlich. Das ist so ein ideales Spiel, das kann man zu Weihnachten locker auf den Tisch packen, die ganze Familie kann mitfiebern. Zu Silvester, wenn ihr viele Leute da habt, hat man, glaube ich, eine Mega-Gaudi am Tisch. Und zu zweit wäre es jetzt eher nicht meine Wahl. Ja, das Ist stimmt, sehr sehe ich auch. taktisch, aber mir fehlt dieses Renn- und Wettfeeling, was nicht so aufkommen kann zu zweit. Außer, dass wir natürlich auch gesagt haben, schaffen die es noch. Aber es kommt jetzt nicht so das Wettrennfeeling rauf, wie zu viert oder Nee, zu fünft. auch das war ja eigentlich wettet, ist ja zu zweit. Also klar, zu zweit natürlich auch spannend, aber auch dieses, oh, schafft er mein Auto, weil man vielleicht noch unterschiedliche Sachen hat und so, das ist definitiv mit mehreren spaßiger, glaube ich auch. Also, kann man kaufen, gibt es ab jetzt im Handel kleine Verpackungen. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Lass mal kurz gucken, weil wir sonst ja auch immer irgendwie die Kosten erwähnen. Frisiert 2F. Was kostet denn der Spaß? Kostet 18,99 Euro, war jetzt so der erste Google-Hit. Ich hätte jetzt auch auf 20 Hätte Euro jetzt so getippt. 20, 22 Euro hätte ich getippt, weil ja die Materialien teuer geworden wären, hätte ich jetzt eher über 20 getippt, leicht als drunter. Tatsächlich hätte 20 Euro getippt. Ne, es sind ja alle Rohstoffe teurer geworden. Ja. Aber ja, ist ein vollkommen valider und Top-Preis für das, was es ist. Das war frisiert. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie. Ansonsten mache ich gleich den Stream zu, damit wir vielleicht noch eine neue schaffen.
offenbar nicht drin. Nee, das sind die Dreier. Ja. Ah, da merkst du jetzt dieses Sandige. Ja, muss ich einmal putzen. Jetzt müssen wir mal die Verlage fragen, weil wie gesagt, es waren jetzt über mehrere Verlage, es hat also nichts mit Einzelverlagen zu tun. Das würde mich echt mal interessieren, was das war, was da los ist. Das ist vielleicht. Vielleicht werden die irgendwie abgestrahlt oder sowas. Normalerweise und haben sie jetzt nicht geschafft von der Zeit mit so einem Luftdruck, meinst du? Vielleicht. Und wir hatten es auch bei Amikarten schon, dass die gebappt haben und du musst sie erst einmal durchflügen, damit du sie gescheit mischen konntest. Ne? Das hatten wir ja auch schon. Ich glaube, die anderen Zip-Tüten können wir in unseren Vorrat tun. Aber ich wüsste nicht, warum man das hier trennen muss. Außer die Dreierkarten könnte man jetzt trennen, damit man die wieder leicht raussortieren kann. Aber das sehe ich jetzt eher nicht. Da keine Fragen mehr im Chat kommen, widmen wir uns der nächsten neu. Was ist das erstmal sehen? Mhm. Das dürfte ziemlich schnell gespielt sein. Einfaches Auftrags.